Deutschland steht auf 4. Kommt die neue Generation, macht bald Scheine aus Papier. Du hörst nur Sport und Ton, schenkt euer Ohr mir. Das Warten hat sich gelohnt, ich bin Nummer 4. Mit dem Anspruch auf Esters Thron, nicht gelogen. Erst kommt Frankie Silla und Liquid Walker. Wenn ich so weitermach, Mann, hab ich bald ne Menge Stalker. Es ist unglaublich, über 1000 Klicks für zwei meiner Songs. Wie das kommt, ich geb euch Hammer-Bars ganz umsonst. Sonst wollen alle Cash und Zeug für ihre Lieder, doch ich bin anders, denn ich bin auch noch kein großer Dienermann. Ich glaub auch nicht, dass ich durch Rap ein Star werde. Ich hoff nur, dass ich bisschen Cash mach und nicht arm sterbe. Nein, ich wäre eigentlich nur arm, würde ich biten. Wie viele in Deutschland kann nicht jeder so wie ich writen. Viele biten für Erfolg, wenn's bei ihnen nicht so läuft. Das ist gang und gäbe im Game. Ich bin bisschen enttäuscht, denn Rap ist dazu da, um sich persönlich auszudrücken, nicht denselben Scheiß wie die letzten 10 davor zu spitten. Und in manchen Augenblicken packt mich die Wut und ich greif zum Blatt und meinen Stiften nicht zum Abzug. Denn man, hier ist nicht USA, redet nicht von Ghetto, denn es ist so real wie ein neues Team von S und Echo. Ich bin auch kein Hater, nicht dass ihr mich falsch versteht. Ich pump nur meinen Homie Jam, der ab jetzt am Zeiger geht. Der ist wie ich ein Newcomer, Genius aus Wederstadt. Der Junge rappt zu Killer, Mann, er macht jetzt jeden Killer platt. Ich bin mehr der Chiller, schon paar Wochen nicht geschrieben. Doch ich starte jetzt durch, bis seit Jahren schon mit Rap probieren. Habe immer selbst geschrieben, brauche keinen Ghostwriter. Ich geh bis ans Limit, gehe nur für meine Bros weiter. Ich will auch mal Danke sagen, Doan Bro, das 10. Jahr. Jedes Mal, wenn Scheiße lief, warst du immer für mich da. Ist klar, dass ich dich namentlich erwähne, du bist einfach broke. Für dich geb ich den letzten Cent, für dich werde ich sogar broke. Es ist traurig, für mich sind die Baggies Hosen unterm Arsch. Für die meisten heutzutage hat das nur zu tun mit Tars. Denn das war die Jugend, ist mal richtig beschädigt. Mein Text ist wie eine Variable, die Jugend versteht's nicht. Und ich schäme mich schon fast dafür, New Era Caps zu tragen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die ganzen Kids sie haben. Und ich seh Kids mit Caps, aber ohne Hip-Hop-Style. Haben keinen Plan von Caps als Accessoires, doch fühlen sich mal übergeil. Hier gelaufen, würde ich sagen, kann man nichts machen. Das ist geilen Humor, denn mir bleibt nichts anderes als zu lachen. Es gibt Sachen, die sich leider einfach nicht mehr ändern lassen. Wir müssen uns dran gewöhnen, denn vieles wird uns mal nicht passen. Doch mir passen 48 Bars und Sabotage, Bro. Ich bin Killer, war es, und ich bleibe immer so.